Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing von mir. Ich habe mir nämlich heute wieder mal was gekauft, beziehungsweise ich musste mir etwas holen, da mein altes Teil kaputt gegangen ist. Und zwar geht es um Kopfhörer, nicht mein Headset fürs Let's Plays aufnehmen, sondern meine ganz normalen Kopfhörer, die ich draußen so benutze, wenn ich draußen mal Musik höre. Was eigentlich immer ist, da ich, wenn ich allein unterwegs bin, nicht ohne Musik rumlaufen kann. Das ist einfach so. Naja, zumindest noch nicht. Ich werde mir das noch anders angewöhnen. Und da habe ich mir für 22 Euro aktuell beim Mediamarkt, eigentlich 25 Euro, aber im Online-Ding 22 Euro. Und dann hat er mir das für 22 Euro gegeben. Und ja, dann spreche ich hier von diesen hier, von den Rocket Shiva. Ja, Shiva, glaube ich, spricht man das aus. Ja, Top Classic Audio, also ihr könnt das hier ja ein bisschen sehen. 3,5 mm Klinke, dass es überall reinpasst. Wallpit plus MP3 kompatibel, also für alles hat es einen guten Klang. Und ja, sie sind ultra leicht, wie man hier sehen kann. Und ja, machen wir das ganze Ding einfach mal auf. Das ist hier magnetisch. Wow. Ich habe jetzt hier nicht die schönste Hülle erwischt, kann ich euch einfach mal kurz vom Namen zeigen. Wie sie vom Namen aussieht erstmal. Ich habe jetzt hier nicht das schönste Modell erwischt davon, aber das stört mich eigentlich nicht. Kleber habe ich euch schon entfernt. Und dann würde ich sagen, öffnen wir einfach mal diese Hülle hier. Magnetisch, wie ihr sehen könnt. Und auch hören könnt. Ja. Dann haben wir hier drin oben die Kopfhörer. Wenn ihr das so gut sehen könnt, ja, oben haben wir die Kopfhörer und unten haben wir das Rocket-Symbol, was man nicht so gut sehen kann. Das werden wir jetzt einfach mal hochnehmen. Dann haben wir hier die. Ich zeige es euch mal ein bisschen von. Ja, dann haben wir hier die Betriebsanleitung. Kann eigentlich zur Seite. Ja. Zum Glück habe ich sie jetzt nicht so weit geworfen, weil ich würde es eigentlich gern schon ordentlich hinterlassen. Also, ihr seht es noch ordentlich. Ja, dann das Ganze hier lassen wir mal da drin. Dann haben wir hier die Ohrteile, die Aufsätze hier. In verschiedenen Größen, da habe ich auch noch ein paar. Und ja, aber es ist immer gut, welche zu haben. Jetzt habe ich wieder ein paar mehr. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Abdeckung, tue ich mal weg. Hier sehen wir das Rocket-Logo. Ja, ich habe schon eine Rocket-Tastatur und daher weiß ich, dass Rocket gute Qualität liefert. Und jetzt möchte ich es mal mit dem Audio auch ausprobieren, da es ein, ja, in Anführungszeichen Markenprodukt ist zu dem Preis. Unten haben wir dann nichts, weil hier ist es automatisch rausgekommen. Ja. Dann hier mal rausziehen und das hier wieder schön ordentlich hineinlegen. Die Ohr-Nupsis auch einfach mal. Ich nenne die jetzt einfach mal Ohr-Nupsis. Keine Ahnung, wie die Dinger wirklich heißen. Wer weiß, wie die Teile heißen, die man auf die Kopfhörer drauf machen muss, der kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich echt mal interessieren, also wirklich. Weil ich mich immer frage, wenn das jetzt hier reingehen würde, weil ich mich immer frage, wie die Teile heißen. Und da haben wir hier das Kabel, es ist so doppelbändiges Kabel. Und ja, sie haben hier hinten halt eine etwas andere Form, eine, ja, komischere Form, sage ich mal. Ja, aber das sind im Grunde hier die Kopfhörer. Und ja, dann werde ich noch ein Test von den Kopfhörern machen, beziehungsweise ich werde die Kopfhörer mal testen und euch dann irgendwann einfach mal in einem Video erwähnen, wie die Kopfhörer so sind. Ja, und das soll es auch eigentlich schon gewesen sein hier von dem Unboxing der Kopfhörer. Ich weiß nicht, wie lang das Kabel ist, aber und ich habe jetzt auch nicht die Buchse. Ja, ich werde euch die Kopfhörer nochmal ausgebreitet zeigen. Und so ein bisschen ausgebreitet. Hier, die ganze Kabellänge kann ich euch jetzt nicht zeigen. Hier haben wir dann auch die
den Lautsprecher, also wo man sprechen kann, das Mikrofon, genau, das Wort hat mir gefehlt. Hier haben wir das Mikrofon. Ja. Und die Kabel sehen, oder das Kabel sieht sehr gut verarbeitet aus. Und einfach in den Rocket-Farben, schwarz-blau gehalten, natürlich, deswegen doppelt. Und ja, ich werde jetzt erstmal einen Klangtest machen. Also beziehungsweise werde ich erstmal testen, wie sie so sind. Und dann werde ich das euch in dem nächsten Video mitteilen, wie sie so sind. Ich werde jetzt kein extra Video dazu machen, wo ich draußen rumlaufe, wo ihr mich so von der Seite seht, mit den Kopfhörern tragend und so. Also ein Review wird nicht kommen, aber ich werde meine Meinung in irgendeinem Video mal dazu preisgeben. Dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.